Hallo Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und ich habe meine Neuzugänge aus dem Monat Dezember für euch. Es sind ein paar Kleinigkeiten geworden. Allerdings habe ich Teile davon schon gelesen, was super ist und generell bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, was eingezogen ist. Ich würde wieder mit den E-Books anfangen, damit ich sie nicht vergesse. Ich kenne mich. Als erstes haben wir A Dowry of Blood von S.T. Gibbsner. Das ist, nachdem es im Self-Publishing mit einem wunderschönen Cover erschienen ist, bei Thor nochmal in einem Großverlag erschienen. Mit einem Cover, ich kann damit leben mittlerweile, aber es ist halt einfach nicht so schön wie das Self-Publishing-Cover. Aber okay. Ich mag auch den Künstler dahinter unfassbar, von daher. Es macht mich ein bisschen sad, dass ich das alte Cover nicht irgendwo kriegen kann. Deshalb habe ich es mir jetzt als E-Book geholt, weil da muss ich das Cover ja kaum sehen. Außerdem war es für 99 Cent im Angebot und dann habe ich gesagt, okay, es ist schon ewig auf meiner Wunschliste. Es bietet sich jetzt an. Let's go. Hier haben wir eine Geschichte, die mit den Dracula-Elementen spielt. Wir haben die Vorgeschichte von der ersten Frau von Dracula, nämlich Constanta. Und tatsächlich möchte ich auch gar nicht mehr wissen, weil ich glaube, hier ist viel Atmosphäre drin, auf die man sich einlassen kann und muss, damit es richtig gut wird. Und ja, darauf hoffe ich, dass es für mich zumindest richtig gut wird. Und die anderen beiden Sachen sind zwei Netgalley-Rezensionsexemplare. Da habe ich einmal einen Comic, nämlich Pixies of the 60s, We Can Work It Out. Hier sind zwei Kurzgeschichten. Also insgesamt hat der Comic 120 Seiten und so grob die Hälfte macht jede Geschichte aus, wobei die erste ein Stück weit länger ist. Und in der zweiten folgen wir einer Figur, die in der ersten eine Rolle auch hatte, aber wirklich nur eine Nebenrolle. Und wir haben hier die 60er Jahre, die Beatles werden gerade berühmt und sind gehypt und wir haben aber natürlich auch immer noch Sexismus und Rassismus und einfach Fremdenfeindlichkeit und hier auf die Spitze getrieben damit, dass es Fairies, also Feen gibt und diese von der Gesellschaft als Monster dargestellt werden. Und wir folgen einer jungen Frau in der ersten Kurzgeschichte, die in einer Zeitung arbeitet und dort halt sehr schwer damit zu kämpfen hat, wirklich zu zeigen, dass sie ja auch schreiben kann und dass sie durchaus in der Lage ist und nicht nur wegen irgendwelcher Quoten dort ist. Als dann eines Tages ein junger Mann kommt, der irgendwie der Sohn eines Zeitungsimperiums-Menschen ist, kriegt er natürlich direkt so Applaus, Applaus, ein Mann, ein aufsteigender Stern. Und nach landen die beiden aber bei gemeinsamen Fällen mit Berichten und so und nähern sich an und entdecken dabei halt gewisse Geheimnisse um diese Feen, wieso eventuell da gewisse Misconceptions, Vorurteile und Missverständnisse existieren. Und vor allem die junge Frau, Carrie, ist eine adoptierte Frau, die ihren leiblichen Vater durch Zufall trifft und dann die Hintergrundgeschichte. Und also es ist extrem cool gemacht, es ist düster, ohne jetzt dieses klassische Crime-Noir zu erwischen, weil wir halt auch noch so popkulturelle Anspielungen haben und weil es einfach sehr divers ist und positiv divers. Chain Gang Austos von Nana Kwame Adjei-Brenye. Und hier haben wir einen dystopischen Roman, Science-Fictioner, der in einem Gefängnis spielt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob da nur Frauen sind oder ob es generell Gefangene jeglichen Geschlechtes sind. Auf jeden Fall folgen wir zwei Frauen, die sich dem System anschließen, dass man 3 Jahre lang in Kämpfen, Cagefights, Käfigkämpfen, andere besiegen muss,
auf Leben und Tod oft auch. Und wenn man nach 3 Jahren das immer noch lebt, darf man gehen. Und die zwei Frauen sind ungefähr zeitnah in dieses Gefängnis gekommen, zusammengekommen und stehen halt kurz vor ihrer Freilassung durch Gewinne von diesen Kämpfen. Und die eine entscheidet sich aber dann irgendwie doch nicht zu gehen. Und darum geht es vor allem, aber halt, wie gesagt, auch ziemlich sicher um den Zustand im Gefängnis, ne? Eine Kritik daran, wie dort mit den Gefangenen umgegangen wird. Und ja, ich bin super gespannt. Ich habe es auf Deutsch und tatsächlich bin ich ein bisschen glücklich darüber, weil ich habe es schon oft auf Englisch so überlegt, ob ich es mir kaufe, aber dann dachte ich so, eventuell ist es so eine Sprache, wo ich sagen muss, ich lese es lieber in meiner Muttersprache. Genau, das waren aber jetzt auch schon die E-Books. Die Sonne ist auch richtig kräftig am Strahlen heute. Ja, man merkt, dass jetzt Weihnachten war, ne? Ich hatte noch ein Rezensionsexemplar und habe mich darüber sehr gefreut. Es ist vom Kroku, einem Imprint des Crosscult Verlages, nämlich Sea Serpent's Heir, das Vermächtnis der Seeschlange, die Piratentochter von Macread Scott und Pablo Tunica. Und da habe ich eine Einzelrezension schon gedreht, die verlinke ich euch. Wir folgen hier eben, wie hieß sie gleich nochmal? Ayla. Ich wollte Aylin sagen, das wäre falsch gewesen. Ayla, die abgeschieden auf einer Insel lebt und eines Tages aber erfährt, dass mehr in ihr lebt, dass sie eine Art zweite Seele hat von eben diesem Sea Serpent und dass ein Gott ist und sie muss halt auf einmal mit dieser ganzen Situation umgehen zu lernen. Und das ist nicht immer leicht. Wir haben auch natürlich Gegner, die aber nicht schwarz-weiß sind, zumindest nicht komplett. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, klickt auf das i. Dann habe ich was lektoriert und habe ein Billigexemplar bekommen. Und das ist von Mitbewohnerin Saskia Dressler, Sternenleuchtner. Und das Cover eigentlich ganz cute. Ich hatte euch schon vorgestellt, worum es geht. Ich lese aber den Klappentext nochmal da. Sternleuchten, das höchste Fest in Ventralis. Syn ist froh, die verhasste Arbeit der Magiegewinnung für das Jahr zu Ende gebracht zu haben und möchte das Sternleuchten in Ruhe und allein verbringen. Doch mitten im tiefsten Schneegestöber steht Adai vor Lynns Tür und bringt ein Angebot mit, das Lynn nicht ausschlagen kann, wenn Lynn eine hoffnungsvollere Zukunft möchte. Syn verlässt widerstrebend Lynns Haus und begibt sich gemeinsam mit Adai auf eine Reise, deren Ziel gar nicht so klar ist, wie es anfangs scheint. Und wir haben hier eben die Geschichte von Syn, die eine Magiegewinnende ist, die non-binär ist, autistisch. Und Adai hat auch noch mal queere Repräsentation. Und beide nähern sich an und lernen einander kennen und verstehen. Und es ist einfach eine sehr süße Geschichte, die nicht nur eine Weihnachtsgeschichte ist. Also so, solltet ihr je Bock haben, Schnee zu erleben. Die Geschichte macht es ziemlich gut. Was auch schön war, ich habe die paar Goodies auch dazu bekommen. Ich habe zum einen ein Feenglas bekommen. Da ist blauer Feenstaub drin. Dann eine selbstgebastelte Schneeflocke. So kleinere, ich glaube, ich finde jetzt nicht alle, gefaltete Sterne. Und eine gehäkelte Schneeflocke. Und das kann man als Lesezeichen ziemlich gut nutzen. Gerade bei kleineren Novellen. Und ja, außerdem war noch Tee drin und Bonbons. Und den Tee habe ich bereits aufgebraucht. Und die Bonbons hatten eine sehr angenehme Haptik für mich. Die habe ich schon weggelutscht. Machen wir weiter mit Indie-Sachen. Ich habe nämlich noch zwei. Ich habe zum einen ein Exemplar von Itomi Erwachen von Jul Rosenberg.
Was bedeutet es, menschlich zu sein? Erde, 24. Jahrhundert. Aufgrund von Wirbelstürmen und Dürre ist für Menschen das Leben im Freien nicht mehr möglich. In der Kuppelstadt Eos wird der Hochglanzalltag von einer künstlichen Intelligenz gesteuert. Als diese Leas Tod beschließt, wagt Lea das Undenkbare. Sie flieht aus Eos und sucht nach dem mythischen Etomi, wo sie die Antwort auf all ihre Fragen erhofft. Doch die Welt außerhalb der Kuppel ist nicht so leer wie erwartet und dort gibt es nicht nur Antworten, sondern vor allem neue Fragen. Ist total spannend, wenn ich das jetzt so lese, denke ich an diese krasse Hochphase von Dystopien, YA-Dystopien vor allem, von den 2010er Jahren. Es kann gut sein, dass es ein paar Plotbeats davon folgt. Ich kenne jetzt aber ein paar Sachen von Juul und denke, dass durchaus hier richtig viel Tiefgang mit drin sein kann. Ich kenne aber mittlerweile ein paar Sachen von Juul und denke, dass hier noch ein paar Themen sehr viel tiefgreifender aufgegriffen werden. Ich habe von Juul auch noch Das Geschlecht aus dem Ohne Ohren Verlag. Das ist jetzt bei Plan 9 erschienen und ich glaube eine Dilogie. Eigentlich ist es ein Einzelband, der aber zweigeteilt wurde. Und ja, bin sehr gespannt, längere Sachen von Juul zu lesen, denn kurzgeschichtentechnisch kann Juul mich schon überzeugen. Weihnachten habe ich genau ein Buch bekommen, aber ich bin sehr glücklich darüber. Es steht nämlich schon ewig auf meiner Wunschliste. Ich habe hier Black Leopard, Wrapped Wolf von Marlon James. Und wir haben hier einen Jungen, der verschwunden ist. Und Tracker ist ein Jäger, der eigentlich alleine arbeitet, sich aber einer Gruppe anschließt, die auf der Suche nach diesem Jungen ist. Die Gründe stehen jetzt hier nicht genannt. Die werde ich beim Lesen erfahren. Und es ist vor allem so, dass diese Gruppe an Personen, die den Jungen sucht, halt unter anderem auch ein Riese sind und eine Hexe und ein Shapeshifter, Gestaltwandler, der sich in einen Leoparden verwandeln kann. Und nach stellt sich Tracker immer mehr die Frage, wer oder was ist eigentlich dieser Junge, dessen Spur sie verfolgen, weil es ranken sich und stapeln sich immer mehr Mysterien um ihn. Und ja, ich weiß, dass es sehr gut aufgenommen wurde in dem englischsprachigen Raum. Ich finde es auch richtig schön. Schaut, hier ist dieses Türkise, ist foliiert. Super hübsch. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Es hat viele Seiten. 619. Es kann also sein, dass ich es nicht sofort lese. Aber ja, jetzt habe ich es da. Und es gibt definitiv schon einen zweiten Band, der die Ereignisse aus der Sicht der Hexe erzählt. Und es soll noch einen dritten Teil geben, von dem bisher noch kein Erscheinungsdatum wirklich konkret benannt ist. Vielleicht recherchiere ich da nochmal und entscheide mich dann, ob ich es wage, es relativ schnell zu lesen oder ob ich sage, ich warte noch ein bisschen, bis der dritte Teil dann irgendwann angekündigt ist wenigstens. Und ja, mal sehen. Was ich auch geschenkt bekommen habe, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Zum einen, ich sehe auch das als ein Geschenk, wunderschönes Geschenkpapier. Das wird in meinem Bullet Journal verarbeitet. Und Briefpapier. Und ich weiß, dass Saskia sehr neidisch darauf sein wird. Ich schau mal meinen Favoriten allein farblich als letztes. Es ist nämlich wunderschön Watercolor-mäßig mit, ja, so asiatisch, ja, vor allem japanisch angehauchten Stil. Das ist eher bläulich. Und hat hier unten diese, also oben ist es Magnolien und unten könnte es Pflaume sein. Und hier haben wir das klassische Sakura-Motiv eher mit so traditionellen japanischen Dächern. Und farblich liebe ich dieses einfach. Und ja, es ist super schön. Es hat, glaube ich, pro Set nur 2 Blatt, aber das ist okay.
Und ja, jetzt werde ich wahrscheinlich vor der Qual stehen, dass ich es gar nicht benutzen möchte, weil ich habe ja nur so wenig und das ist so schön und wir werden sehen, wofür ich mich entscheide. Was ich da auch bekommen habe, ist ein Stift, ein Bleistift mit Schreibe, wie du redest, so schreibst du schön von GE Lessing. Mache ich tatsächlich nicht. Also ich schreibe sehr viel klangvoller, finde ich, als dass ich rede. Aber ist okay. Dann nochmal ein bisschen von diesem schönen Geschenkpapier. Eine tolle Karte, die ich euch nicht zeige, weil da Bilder von Kindern drauf sind. Seife. Seife finde ich immer super. Und das ist vegane Seife, handgemacht aus Chiang Mai, Thailand. Mit Ilang Ilang, Orange, Zedernholz und Wacholder. Es riecht wie so ein Potpourri, aber in schön. Also ich finde, manche Potpourris haben einfach einen sehr unangenehmen Geruch. Das riecht gut. Dann kommen wir zum Thema. Eine Ausstechform in Katzenform. Weil ich habe da noch so mal kleine Magnetlesezeichen. Und schaut. So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und. Steht ein bisschen, ich glaub, das glaubt mein Highlight. Ja, die sind super cute und wenn ich dran denke, blende ich euch Fotos von meinem Katzen mit je einem dieser Lesezeichen ein, weil es war einfach zu lustig. Ja. Dann habe ich euch in meinem einen Vlog gezeigt, in meinem Urlaubsvlog, glaube ich. Ja, ich glaube, in meinem Urlaubsvlog. Die Bücher, die ich bei den Stuttgarter Buchwochen in der Tombola gewonnen habe. Und eins hatte ich davon ja schon gelesen, nämlich Kangal, wo es um eine junge türkische Internetaktivistin geht, die plötzlich aus dem Land, aus ihrem Leben flieht, weil sie die Angst zu groß wurde vom Regime gefunden und verhaftet zu werden und die einfach auf der Suche und auf der Flucht ist und diese Gedanken sind so gut aufgegriffen. Und ja, ich mag es wirklich sehr. Ich bin total begeistert und habe mich so gefreut, als ich das da gesehen habe und ein Gewinnerticket hatte, war es klar, das Buch kommt auf jeden Fall mit. Selbst wenn es nur eins wird, das Buch will ich sowieso in meinem Regal stehen haben. Dann habe ich und bereits ein bisschen angefangen, Der Horror der frühen Chirurgie von Lindsay Fitzharris. Hier geht es eben um vor allem Schönheitschirurgie. Die grausigen Anfänge davon, weil es aufgrund von den Ereignissen im Ersten Weltkrieg die neue Waffen einfach Verletzungen geführt haben. Da fehlt irgendwo ein Wörtchen, das ergänzt ihr bitte einfach. Und oft vor allem Gesichtsverletzungen kamen durch Granatsplitter, durch Querschüsse und diese Menschen als verunstaltet galten. Und es in dieser Zeit und heute ja auch immer noch, aber noch krasser damals galt, dass wenn man ein verunstaltetes Gesicht hat, ist man wie ein Ausgestoßener. Und ein junger Arzt hat eine Klinik gegründet und Methoden entwickelt, wie er diesen Menschen helfen kann, wieder ein lebenswerteres Leben zu bekommen. Und ja, das waren halt die Anfänge der Schönheitschirurgie und prinzipiell interessiert mich sowas sehr. Ich werde es hoffentlich bald mal ein bisschen weiterlesen. Ich sollte es mir auf meinen Nachtschrank jetzt legen, damit ich daran auch denke. Und ja, ist auf jeden Fall keine leichte Lektüre. Es ist wirklich grausige Beschreibungen von dem, was geschehen ist in den Gräben und auf den Kriegsschauplätzen. Und ja, ich denke, es wird nicht unbedingt leichter zu
lesen, wenn es dann an die eigentlichen Operationen und Experimente von Anpassung und so geht. Und das letzte, was ich dann noch habe, ist Fanny Lewals Jenny. Hier haben wir eine jüdische Kaufmannstochter, die sich halt in einen Pfarrer verliebt und dann feststellt, wie krass die preußische Gesellschaft jüdische Glaubensangehörigen ausschließt. Und ja, es ist ein Gesellschaftsroman, der mich schon länger interessiert und ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Es wird auch ein bisschen ein Fokus sein von meiner Lektüre 2024. Was habe ich noch? Ich habe mir selbst ein Buch als Weihnachtsgeschenk so ein bisschen gemacht. Es kam auch lustigerweise direkt vor Weihnachten an und dann habe ich festgestellt, oh, ich habe jetzt ein Book of the Month Buch. Das ist ja bei vor allem amerikanischen YouTuberInnen sehr beliebt als Sponsor und ich denke mir immer so, oh ja, ist ein ganz cooles Konzept. Ich habe jetzt keinen Zwang unbedingt so auf Hardcover zu bestehen, aber ich finde es prinzipiell cool, weil es bietet halt eine Auswahl. Und man kann sich was aussuchen, anstatt dass man was zugelost bekommt. Oder entschieden wird, was man bekommt halt diesen Monat. Und zwar ist es von Erica T. Ruth, White Horse. Ich finde dieses Cover auch ziemlich krass. Und es ist ein Buch von einer indigenen Autorin mit indigenen Horror. Und manche Menschen sind weit mehr verfolgt, trifft es nicht ganz, wenn ich jetzt haunted übersetzen will. Und ich weiß nicht sonderlich viel darüber, aber die Begrifflichkeiten und die Kombination aus Horror und indigene Kultur haben mich dann sofort überzeugt, als es damals herauskam. Ich glaube, also das ist jetzt von November 2022 ein Pick. Und das heißt, es ist jetzt etwas über ein Jahr auf dem Markt. Und nachdem ich von Stephen Graham Jones, Only Good Indians, gelesen habe, bin ich recht überzeugt, dass auch mich das mich überzeugen kann. Und ja, ich habe einfach Bock drauf. Und Horror ist ja sowieso was, was ich immer mehr lese. Und dann habe ich. Ich war im Oxfam, weil ich zwei, drei Sachen noch gesucht habe. Und es gibt ein Oxfam nur für Bücher bei mir. Da sind auch DVDs und CDs und sowas, aber hauptsächlich sind da Bücher. Und was ich unter anderem entdeckt habe und was ich so lustig fand, ich nehme es mal aus der Plastik jetzt raus, weil es stand mit Plastik dort. Da hatte irgendjemand gar keinen Bock, dieses Buch zu lesen. Von Anna Hutter. Katzenspuk. Wann ist es denn erschienen? Das interessiert mich jetzt mal. Ja, das ist schön, dass du PVC. 2014! Holla, die Waldfee! Okay, das ist eine Weile her. Eine schwarze Katze, eine geheimnisvolle junge Frau und unheimlicher Spuk in Goslars herbstlichen Straßen. Und da war ich so, oh Goslar. Und Katzen. Und Spuk. Und es ist Indie. Ich glaube, das muss ich probieren. Sorry, ich bin automatisch in meinen sächsischen Dialekt rein. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Eigentlich will die junge Merle Hagedorn nur ein neues Leben beginnen, als sie ihrer neuen Arbeitsstelle folgend nach Goslar zieht. Doch mit den Veränderungen, die sich mit einem nächtlichen Besucher in Form einer schwarzen Katze einstellen, hat sie nicht gerechnet. Und als schließlich mit Halloween die Ahnenzeit näher rückt und die Schleier zwischen den Welten immer dünner werden, muss Merle erkennen, dass es ihre neuen Fähigkeiten und die Verbindung zu den Nachbarkatzen sind, mit denen sie sich dem durch die umherstreifenden, schreckgestaltenden, drohenden Unheil entgegenstellen muss. Was ist das denn für ein langer Satz? Dieser ganze zweite Absatz ist ein Satz. Es ist ein bisschen schwierig. Aber hier ist keine so Vita über die Autorin. Schade. Naja, dann. Schauen wir mal. Ich habe es gesehen und dachte mir so, really? Ich glaube, das muss ich nehmen. Wo stand dann eigentlich der Preis, wenn es so. Ach, hier. Ja, es waren 2,50. Passt.
Im Oxfam habe ich mir auch von Cici Dangarembga Aufbrechen geholt in einer Büchergilde-Ausgabe. Richtig schön, habe ich jetzt auch schon gelesen. Das ist nicht mehr auf meinem Sub. Und wir folgen hier der jungen Tambu, die 13 ist und in Rhodesien der 1960er Jahre versucht, Chancen zu ergreifen, vor allem im Sinne von auf die Schule gehen und lernen und nicht in diesen traditionellen Rollen gefangen zu sein. Und aufgrund von Umständen gelingt es ihr teilweise, dass sie selbst halt darum kämpft, auf die Schule zu gehen, teilweise auch durch glückliche, die sehr tragisch sind, äußere Umstände auf eine Missionsschule auch geschickt zu werden, und sie gerät halt immer mehr in diesen Zwiespalt zwischen der Zivilisation des Weißen Westens und eben diesen sehr ärmlichen Verhältnissen ihrer Heimat, vor allem ihres Haushaltes. Und es ist sehr, sehr spannend. Es las sich gut, es las sich teilweise aber auch sehr erzählend. Und darauf müsst ihr euch ein bisschen vorbereiten. Und vor allem passt auf, wenn ihr häusliche Gewalt nicht so gut vertragen könnt, weil es gab ein paar Szenen, da habe ich ein bisschen geschluckt. Das sind bis auf die Rainbow Crate Sachen, die ich bekommen habe oder gekauft habe im Dezember. Und dann habe ich noch von der Rainbow Crate, die habe ich diesmal nicht ausgepackt, weil zu dem Zeitpunkt ging es mir relativ schlecht. Und ja, ich hatte ein, zwei Tiefs im Dezember, aber es war dieser Magnet dabei. Das ist jetzt der vorletzte Magnet, weil das war, glaube ich, die Novemberbox. Genau, die Dezemberbox wird erst verschickt und das ist dann der allerletzte Magnet. Weil sie sich dazu entschieden haben, nur noch Bücher anstatt den Goodies zu machen, damit sie einfach den Preis halten können. Und was aber eins der letzten Goodies ist, über die ich mich sehr freue, ist, dass von C.L. Clarke speziell auf The Unbroken bezogen ein Goodie dabei war, und es ist so eine Metallbox mit einem herausnehmbaren Ebene. Und es ist bezeichnet als Lesezeichenbox, muss man natürlich aber nicht so benutzen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich das als Stiftebox für irgendwie speziell mein Reading Journal oder so nutze. Und ja, ich finde es cool. Farblich finde ich es interessant, dass sie eher so ein Orange genommen haben als das Gelbliche. Aber ja, cool ist hier auch, dass alle Titles from C.L. Clarke, The Faithless, The Captain and the Quartermaster und You Perfect Broken Thing. Und The Faithless habe ich schon gelesen, aber die anderen beiden muss ich mal definitiv abchecken, weil, ach ja, ich mag diese Reihe ja unfassbar gerne. Und es ist auch, wenn ihr meine Top 10 aus 2023 gesehen habt, wisst ihr, wie sehr ich damit gestruggelt habe, mich zu entscheiden, ob das oder ein anderes Buch in meine Top 10 mit reinkommt. Ja. Und dann haben wir noch zwei Bücher natürlich, nämlich das Hauptbuch Gwen and Art Are Not in Love von Lex Croucher. Hier ist es so, dass ich glaube, die beiden sind verlobt oder sollen verlobt werden und haben aber überhaupt kein Interesse daran. Und sie merkt dann, dass sie mit der Ritterin von ihrem Verlobten eine Interesse bekommt. Und er ist eigentlich interessiert an dem, ich glaube, einem Diener oder so. Und ja, dementsprechend sind die beiden halt dann in einer Lösung von, naja, gut, okay, dann lass uns doch nach Schein heiraten und wir leben unser Leben so, wie wir es wollen. Und ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich ein Buch für mich ist. Ich war ein bisschen auch skeptisch, ob ich es mir wirklich diese Box vor allem kaufen oder ja, zuschicken lassen soll. Das ist das Originalcover. Aber ich lasse mich mal drauf ein. Ich habe auch ein bisschen so den Plan, dass ich 2024
vielleicht ein, zwei Vlogs mache, indem ich versuche, nur Rainbow Crate Bücher zu lesen, denn sie sammeln sich ein bisschen an, ohne dass ich wirklich danach greife. Und dann macht es halt auch keinen Sinn, die Box zu abonnieren. Nur weil die Bücher schön sind. Also, und Prince of Air and Darkness von M.A. Grant. Ich finde dieses Cover sehr schön. Es hat wie immer einen sehr schönen Buchschnitt. Es hat ein wunderschönes Vorsatzpapier. Hier ist ein Gedicht auch noch. Und hinten war, glaube ich, nur die Illustration, genau. Und außenrum sieht es so aus. Und jetzt sind wir auch an einem der Punkte, warum ich sage so ein bisschen, ha, ich weiß nicht, ob ich wirklich die Rainbow Crate auf lange Sicht auch durchweg durch 2024 behalten werde, weil von den Indie-Büchern gerade gibt es mir ein bisschen zu stark eine Tendenz zu diesen Romantasy-Dingen, die halt auch smutty sind, ein Stück weit. Und hier geht es darum, um einen menschlichen Studenten an der Mathos School of Magic. Und dieser ist halt das Ziel von allen Feen-Kurz, also Celi-Kurz, weil er hat die seltene Gabe, in unbegrenzt in Magie einzutauchen und sie zu nutzen. Ja, und dann gibt es halt diesen Unseeli-Prinzen Rogue, und das ist sein Roommate, und ja, es ist so ein bisschen Rivals to Lovers. Und ja, ich weiß nie so recht. Also ich werde dem Ganzen eine Chance geben, aber genau das sind halt so ein bisschen die Dinge, wo ich sage, lohnt es sich? Ich weiß jetzt gar nicht, was im. Muss ich nochmal gucken, wie die Titel im Dezember sind. Im Januar gibt es auf jeden Fall zwei Titel, wo ich sage, yes, please. Oh, okay. Dezember hat es, das Hauptbuch ist eins, was ich unbedingt lesen will, nämlich Godly Heathens bei H.E. Edgeman. Und das zweite, Requiem for Immortals von Lee Winter. Das habe ich recherchiert. Das klingt ziemlich gut. Und ich bin gespannt, was sie draus machen, weil das Originalcover ist ein bisschen. Sieht aus, als hätte jemand mit Photoshop gespielt. Und im Januar gibt es auf jeden Fall das Indie-Buch ist Necessity of Rains. Das finde ich auch super spannend. Das Hauptbuch weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ja. Auf jeden Fall sind das meine Neuzugänge. Es sind gefühlt doch mehr. Ich habe aber wirklich gezahlt nur vier außerhalb der Buchbox. Und alle waren gebraucht und recht günstig. Von daher bin ich, glaube ich, ganz stolz auf mich. Und ja, werde halt mal gucken, wie ich dann weiterverfahre im neuen Jahr. Ich merke, dass ich tatsächlich gar nicht so viel Lust habe, Bücher zu kaufen, was natürlich sehr gut ist, und ich eher dazu geneige, zu lesen, was ich bereits habe, was noch besser ist. Und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich da auch in 2024 noch mit auf meiner Lesereise. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob und welche Bücher ihr zu Weihnachten geschenkt bekommen habt oder ob ihr euch auch vielleicht selbst beschenkt habt mit einem Buch. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin behaltet den Regenbogen im Herzen und die Toleranz im Kopf. Tschüss!